Sehr geehrte Frau Präsidentin, Hohes Haus. Ja, auch wir, und da stehe ich nicht an, auch wir ärgern uns über den heutigen Beschluss im Geschäftsordnungsausschuss, einfach deshalb, weil wir wirklich Interesse gehabt daran hätten, auch diese Fälle und diesen Fall generell und alles, was im Hintergrund passiert ist, restlos aufzuklären. Und das ist auch unser Anspruch, der bleibt nach wie vor so. Und auch deshalb müssen wir natürlich darüber sprechen, und da hätte es eigentlich einen Tagesordnungspunkt gegeben, der dafür vorangesehen ist, halt eher später am heutigen Tag. Und da möchte ich schon eines sagen, lieber Kollege Leichtfried, den ich grundsätzlich sehr schätze, aber Kollege Leichtfried, du machst heute einen Dreierdurchgang. Du stößt am Anfang der Sitzung dorthin und nutzt einmal gleich die beste Zeit im Fernsehen einmal, um eine Geschäftsordnungsdebatte dafür zu missbrauchen, ja, das erste Mal die Geschichte herunterzuleiern. Punkt 1. So, jetzt haben wir also diese Einwendungsdebatte, dann stößt du da nochmal raus und erzählst uns die gleiche Geschichte ein zweites Mal. Die Frau Kollegin Griesbach stellt sich dann als nächstes heraus und hat noch vergessen, dass der Ausschuss noch gar nicht angefangen hat und geht jetzt schon mitten in die Ausschussuntersuchungsarbeit hinein. Liebe Kollegen, nutzen wir doch bitte die Geschäftsordnung des Hauses nicht dafür aus, ja, dass wir unsere eigenen politischen Interessen vorantreiben und gegenseitig mit der Fernsehzeit herumgeizen und uns gleichzeitig auch gegenseitig Zeit stehlen. Nichtsdestotrotz, wir haben es immer gesagt, wir stehen nicht an, hier volle Mitarbeit bei der Aufklärung zu leisten, und das wollen wir auch. Und da ärgert mich natürlich, was heute rausgekommen ist. Es ärgert mich vor allem, dass es die Krake der ÖVP geschafft hat, weil der türkise Lack ist längst abgeblättert, ja, dass es die Krake der ÖVP geschafft hat, schon die... Herr Abgeordneter, ich fordere Sie auf, sich in Ihrer Ausdrucksweise zu mäßigen, bitte. So, wie gesagt... Dann würde ich sagen, die ÖVP hat es bereits in kürzester Zeit geschafft, die Grünen dermaßen über den Tisch zu ziehen, dass sie ihre eigenen Prinzipien verraten müssen. Die Frau Maurer hat gestern eine olympische Leistung in der ZIP 2 gezeigt, beim Brustschwimmen gegen den Herrn Wolf. Also auch das war sehr interessant, wie man da herumgeeiert ist und nicht gewusst hat, wie man den grünen Standpunkt eigentlich genau da irgendwie klar machen soll. Also sehr, sehr spannend, was da passiert. Gut, die Grünen haben sehr, sehr rasch von der ÖVP angezogen. Im Fall Korher ist es ihnen ja ein zutiefstes Interesse, dass man lernt, wie man möglichst rasch Sachen zudeckt. In Wien versucht man das ja am laufenden Bande, und da können sie natürlich was von der ÖVP lernen, aber nur, ich bin da guter Dinge, auch wenn jetzt dieser Ausschuss zurechtgestutzt wird, wie es die ÖVP derzeit haben will. Erstens einmal werden sie es in 1,5 Jahren bereuen, wenn sie dann von der ÖVP aus der Regierung geschmissen werden. Wir wissen, wovon wir reden, das können wir Ihnen gleich sagen. Einmal Punkt 1. Und Punkt 2, ich habe kein Problem, auch mit einem von der ÖVP amputierten Untersuchungsausschuss zu beginnen. Dann reden wir heute einmal nur über die Casinos, dann reden wir über die Frau Glatz-Kremser, da haben wir genug zu diskutieren, wie sie in ihr Amt gekommen ist. Die war ja immerhin ÖVP-Vizechefin, hat dann einen guten Job bei den Casinos bekommen. Schauen wir uns das genau an. Dazwischen hat es noch eine Parteispende gegeben, und auch wenn sie vorher noch einen Job hatte, guter Einwand, Frau Kollegin, das werden wir uns auch anschauen, wie das eigentlich funktioniert, dass man im Betrieb selbst Abfertigungen mitnimmt. Also, wir haben genug zu diskutieren. Ich freue mich sehr, sehr auf die Debatten, die dann im Untersuchungsausschuss auf uns zukommen werden. Und noch was, und das sei der ÖVP auch ins Stammbuch geschrieben, Sie können zwar jetzt den Ausschuss rasieren, beschneiden oder sonst irgendwas damit machen, aber es hindert uns ja nichts daran, dass wir einen schnellen Untersuchungsausschuss zur Kasak machen. Ja, der kann ja nur ein paar Monate dauern, muss ja nicht immer alles 1,5 Jahre dauern. Und dann können wir punktuell natürlich auf alle anderen Sachen, die vor allem die ÖVP betreffen, auch in Ruhe eingehen.